Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde CSGO Matchmaking, natürlich mit dem Main-Account wieder. Oh shit, bin jetzt kurz vorm Uprank. Möglicherweise ist dieses Spiel schon der Uprank auf LE. Wäre natürlich eine Hammer-Sache, weil ich bin eigentlich vogelweich, aber halt vielleicht auch nicht. Mal gucken, ob das Team aktiv ist. Hello Team, by the way. Die hört sich doch verdächtig gut an, ne? Na, wir haben gestern zwei ziemlich krasse Spiele noch gehabt. Eins davon war ganz klar ein Uprank-Match. Das ist dann am Schluss fast, es ist fast ein Draw geworden. Wir haben gerade noch so den Sieg geholt. Und das Spiel davor war ein Easy-Win. Shit, wir sind zu überrennen. Mates, lauft! Lauft! Nein! Scheiße. Da frisst er ordentlich, um Gottes Willen. Oh mein Gott, werden wir gerade eingestampft hier, die First Round. Um Himmels Willen. Oh, schade. Klick, klick, klick. Oh, guck mal, jetzt drückt er aber die Header hier. Vielleicht kann er noch zwei Lucky Header drücken. Ah, schade. Obwohl, ich habe einen Defuse-Kit. Defuse-Kit in Yellow. Nice try. Er hat alle noch geholt. Guck mal. Er hat echt noch alle weggeklatscht. Leck mich am Ärmel. Ich muss jetzt direkt hochfahren. Ich muss sofort hochfahren. Ich weiß nicht, was mir mal einfällt, dass ich mich davor nicht zumindest auf einer A-Map einspiele. Ich habe gestern mit Wallen ja gezockt, ne? Er ist oft, wenn ich halt dazukomme, noch kurz auf einer A-Map und spielt sich ein. Eigentlich ist es scheiße fürs Team. Ich bin eigentlich fast ein Griefer, oder? Ah, scheiße, nein. 14 und 19. Oh, habe ich aber gut gemacht, ne? Mhm. Ja, es grenzt eigentlich schon fast an Griefing, oder? So wie auch nicht reden. Wir haben es gerade gestern, vorgestern, wann haben wir es im Video gehabt? Wenn die Mates nicht callen, also wirklich gar nicht callen, weil sie halt, keine Ahnung, aus Gründen, die wir nicht kennen. Eigentlich ist es in so einem Spiel wie Counter-Strike, wo es wirklich um Taktik geht, um Ansagen. Es ist schon fast gegrieft, ne? Vielleicht kommt das Quickie. Ne, die sind doch schon wieder am Mitte pimmeln. Oh mein Gott, die reißen die Jungs so ein. Oh. Mandalay ist schon wieder der Letzte. Hat sich sogar noch eine AK ergattern können. Oh, shit, dude. Guck mal da, das Bild. Er sieht doch schon aus wie ein Gewinner. Den mache ich dir easy weg, den Kerl. Genauso guckt er. Wer weiß, wie der Hase läuft. Auf jeden Fall ein wohlerzogener Kerl. Apropos wohlerzogene Kerle. Oder auch Mädchen. In letzter Zeit verirren sich auf meine Videos immer mal wieder Leute, die eine Diskussion anfangen. Über was auch immer, ne? Ich habe verschiedene Videos, die so ein bisschen, ich sag mal, dafür gemacht sind, um das zu entfachen. Was ist denn jetzt mit Purple los? Purple, willst du mich verarschen? Oh mein Gott, scheiße! What I mean. Das ist echt gerade der bitterste Anfang, den ich jemals in einem Spiel hatte. Nee, nicht der bitterste. Wir haben auch schon 6-0 gedrückt bekommen, also so ist es nicht. Und dann noch schön die Runden geholt, wo es dann heißt, warum sind die auf einmal so gut? Wobei doch eher die Frage ist, warum die auf einmal so schlecht sind, ne? Aber egal, so, um beim Thema zu bleiben. Und manche Leute von diesen Kommentierenden dann, um Gottes Willen nicht alle, können und wollen nicht richtig eine Argumentation führen. Es geht ja um etwas, also sie rangen halt irgendwas an oder wie auch immer, ne? Oder teilen mir ihre Meinung mit. Oder auch der gesamten Kommentatorenschaft. Und ja, dann rechnet man ja damit. Genauso wie ich mit diesen Kommentaren rechne. Meine Videos sind ja so gemacht, dass man gewisse Themen dann irgendwann argumentiert. Genauso hat man ja damit eine Antwort zu rechnen. Es gibt Leute, die gehen ja nicht drauf ein. Die sagen, der Stift ist blau. Und ich erkläre ihnen ganz genau über die Brechung des Lichts, wie das Auge funktioniert, wie Farben funktionieren, was Farben sind. Erkläre ich ihnen ganz genau, dass der Stift zumindest für einen Großteil der Menschheit, für 90%, als rot erscheint. Und dann antworten sie, der ist blau. Du Wichser. Es ist so, als würde man sich mit Kindern oder einfach ganz, ganz unglaublich engstirnigen Menschen unterhalten. Also, die nur ihre Meinung kundtun wollen und aber nichts dazu beitragen, um ihre Meinung ändern zu wollen, klingt jetzt blöd, weil das will ja eigentlich keiner. Niemand geht in die Argumentation und sagt, ich möchte, dass du jetzt meine Meinung änderst. Außer es geht um, keine Ahnung, um ein Verkaufsgespräch. Man will sich das eigentlich kaufen, weiß aber, dass es Schmarrn ist und man will sich da reinreden lassen in den Kauf. Aber das ist auch eher selten. Es ist unglaublich wichtig bei solchen Gesprächen, also wenn sie gescheit anfangen. Ne? Es gibt auch Leute, die machen einfach... Ich meine, klar, da ist es natürlich, das ist schon keine Argumentation mehr. Aber wenn irgendwas normal anfängt, ich habe zum Beispiel mit einem jungen Herrn eine Diskussion geführt über Autisten. In dem Spiel ging es um Autisten und auch korpulente Menschen oder korpulente Autisten oder wie auch immer. Just wait, we got the bomb. Komm, jetzt klaut er mir sogar den Kill. Er hat mich bereits mit einem sehr, sehr wohl ausgeformten Text beschrieben, aber es war so ein bisschen das Negativgehende und es hat sich gelesen wie ein Troll, ja. Ich habe dann ziemlich schnippig zurückkommentiert, er auch, ich hin und her. Und dann sind wir aber zum Glück in ein angenehmes, argumentatives Gespräch gerutscht und konnten Hand in Hand praktisch, fast schon schwul, auseinandergehen. Und genauso gehört sich das, genau... Ich weiß gerade nicht, wo war ich? Ach genau, also genau so. Oh mein Gott, nein, bro. Shit. So sollte es laufen. Es sind sehr, sehr viele Gespräche schon gelaufen. Es gibt sogar bei diesem Trilux-Video einige Gespräche, wo Leute mich angefahren haben und wir haben hin und her argumentiert und dann sind sie Abonnent geworden. Verstehst du? Man kann einiges erreichen damit, vor allem, wenn man schön sachlich schreibt. Aber es gibt einfach Menschen, die das nicht können und vor allem, die auf einen sachlich geschriebenen Text gar nicht ordnungsgemäß reagieren. Ich habe jetzt ganz aktuell einen Fall gehabt, da hat jemand tatsächlich geschrieben, hör zu, muss ich das jetzt alles lesen? Also das ist schon echt lächerlich, oder? Es wirkt ja schon fast
behindert, oder? Ach du Kacke, haben die uns gerade zusammengerußt, ne? Pft, alle tot. Er behindert sich selbst an seinem eigenen Weiterkommen im Leben. Ich meine, wenn man sowas wirklich überall macht, also in verschiedensten Bereichen im Leben, dann machen wir eine Eco, hab ich das richtig verstanden? Das ist doch nicht normal, oder? Also man muss sich doch... Oh Scheiße, guck dir das an, wir fressen so brutal. Sobald jemand guckt, hat er den Headshot des Todes. So wie er jetzt. Nein! Hab ich dich erwischt, du Dreckarsch. You was blinded. Why so much luck? Wohl die höchste Skillform. Irgendwas geblindet zu... Verstehst? So gehofft, dass es vielleicht doch B ist. Weißt du, dass er mich verarscht? Fuck. Mich beschleicht das leise, aber hartnäckige Gefühl, dass das hier kein Uprank-Match wird. Oh Mann. So, drei haben gekauft, zwei nicht. Shit. Wir hatten doch eben alle schon so mittelmäßig viel Geld und haben mehr oder weniger eine Eco gemacht. Wie ist das jetzt passiert, dass die Jungs nach wie vor kein Geld haben? Kurzum, worauf ich eigentlich hinaus will. Also ich argumentiere wirklich sehr, sehr gerne. Ich denke, das ist einige von euch bewusst. Vor allem, weil ich ein paar wenige von diesen vielen ja erst durch argumentative Verkettungen heranziehen konnte. Als Zuschauer oder so. Wir werden so dermaßen gebeutelt. Das ist nicht normal, wirklich. Das ist nicht normal. Jetzt sind wir nur noch zu viert. Er ist direkt richtig gegangen, ne? Also er ist sofort raus. Und es war jetzt nicht der Beste oder sowas. Wisst ihr, wo man vielleicht noch denken würde, okay, der ist einfach Tilt von uns etwas schlechteren Mates. Wir hatten gestern auch einen, der war unglaublich. Also Wollen hat ihn dann sogar gefragt, ob er ein Smurfer ist. Er hat die Runden so geholt. Und ich meine, wir spielen hier immerhin schon auf DMG. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie auf Silber spielen und dann uns wundern, dass einer gut ist. Sondern wir sind ja auch bereits auf DMG unterwegs und trotzdem war jemand da, der alleine die ersten 5 Runden eigentlich geholt hat. Wir sind dann später erst so richtig ins Spiel reingekommen und haben dann gleichermaßen Kills eingefahren, haben ihn am Schluss sogar fast eingeholt. Aber die ersten, also das war diese Pistol Round, was der für ein Pistol Aiming hatte, um Gottes Willen ist der abgegangen, es war so krass. Ja, natürlich hat man ab und an noch einfach Luck bzw. Unluck, ne? Du läufst in der Situation und ein Gegner fickt dich halt sofort weg, ne? Du guckst irgendwo anders hin, wie auch immer, einer kommt von hinten oder so und du bist halt einfach tot. Ungefähr so. Der Mage steht oben schon und gibt Suppressive Fire auf den Spot. Ich gehe also davon aus, dass alle Spot-Augen auf den Mate oben gerichtet sind. Und trotzdem werde ich von der AWP geholt. Da kann man halt nichts machen, nicht wahr? Shit. Der eine, der das Defuse-Kit hatte, hat nicht defused. Da hat er recht. Und vor allem hatte der eine defused. Der eine hatte schon vorher defused, hätte also der defuse easy hinbekommen. Dann rennt er weg, weil er keinen defuse hat. Uninstall Game. Okay, gut, er ist doch kein extrem gebildeter Mensch. Er ist irgendwie ein Vollidiot. Aber, ja. Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Tja, er ist jetzt wirklich gegangen. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Macht das nicht Spaß? Man könnte glauben, dass mit steigender Elo die Leute erwachsener werden. Und prozentual gesehen ist es auch so. Man hat viel, viel weniger Spiele, wo sowas passiert. Aber es passiert. Überall sind kleine Söhne, die sowas machen. Einfach aus dem Spiel gehen, wenn es ihnen nicht passt. Leute behindert anmachen und das hilft doch nicht im Spiel. Wir werden doch dann trotzdem noch gefickt. Okay, komm. Dann surrendern wir halt. Er hat please gesagt. Oh, diese Aufnahme ist genial geworden, Kinder. Ich drehe meine Nippel. Das war eine extrem schnelle Aufnahme. Ich merke es schon. Natürlich nicht schlecht zu schneiden. Klar, da habe ich nicht so viel zu tun. Aber ich habe jetzt nicht so wie üblich 80 Aces gemacht, sondern ich habe 2 Leute gekillt. Oh Gott. Und ich hocke am Anfang im Ernst da und spreche von einem Uprank. Wie viel zählt so eine Aufgabe? Zählt die jetzt stärker mit rein? Oder ist es wie normaler Lose? Ich habe gestern Nacht noch zu Walling gesagt, ich lasse jetzt ein bisschen das Aufnahmeprogramm mitlaufen, damit ich da vielleicht einfach ein Commentary machen kann. Wisst ihr, also ich habe ein Gameplay, bei dem ich nicht erzähle. Und wenn ich mal ein wichtiges Thema habe, bei dem es sehr wichtig ist, am Thema dran zu bleiben und nicht ständig aufs Spiel zu wechseln, kommentatorisch von wegen, so ein bisschen, oder oh, gut gemacht, dann hätte ich das genutzt dafür. Aber ich, alter Dumbatz, habe überhaupt nicht dran gedacht, dass man da ja Walling auf der Aufnahme hört, der praktisch ein Selbstgespräch führt. Und ja, dann habe ich wieder abgebrochen. Das war ja dann Quatsch. Gut, ich hätte es auch aufnehmen, dann lautlos machen können, aber das fand ich früher schon kacke. Ich war ja so ein bisschen in der Kotz-Szene aktiv damals und also auch auf YouTube oder nur auf YouTube eigentlich. Und da haben sehr, sehr viele andere Kommentatoren die Gameplays auf stumm gestellt. Oder auf fast stumm. Und das finde ich irgendwie komisch. Also ich hab's lieber, dass man das Spiel auch hört. Natürlich muss man den Menschen, der darüber spricht, lauter hören, ganz klar. Aber dass das Spiel komplett weg ist, das finde ich kacke. Ich will so ein bisschen im Hintergrund die Schüsse hören und sowas. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war ein ziemlich räudiges Spiel. Unglaublich. Aber denkt dran, bald gibt's die P90 Isle of Spray. Ich habe damals ja gesagt, ungefähr nach einer Woche wird dann der Gewinner festgestellt und dann nochmal ungefähr eine Woche drauf sollte dann der Gewinner in irgendeinem Video genannt werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Farewell, farewell, farewell.